Commander wollte sie sagen. Commander Krieger. Und damit herzlich willkommen hier auf jeden Fall zum, ja, ich würde mal behaupten, ersten Part vom Road to Master. Und ihr denkt euch jetzt so, hä? Und deswegen, ja, erklärt euch jetzt Zett Schmutzi, was Sache ist. Ja. Das Aufklärungsvideo, heute wird die Wahrheit gesagt. Upper Red ist eigentlich Spaß. Ja, die Sache ist, wir haben ja vorher immer die Scrim-Serie gesucht, also wo wir kein Pick and Ban drin haben, wo nur die Specialists ausgewählt werden, weil es einfach schneller geht quasi und wir einfach mehr zocken können. Das Problem ist, dass da leider nur 3% der Spieler in Liga Online sind und wir quasi immer in dieselbe Lobby kommen, wenn wir überhaupt eine Lobby finden, und das ist schon echt belastend. Und dann dachten wir uns, ja, spielen wir doch einfach die normale Serie mit Pick and Ban, schneiden das Pick and Ban raus und bringen euch quasi den gleichen Content. Also für euch wird sich nichts verändern, weil... Die spielen alle LMG. Ja, habe ich auch gemerkt. Guck dir den Killfeed an. Ja. Für euch wird sich nichts verändern so. Außer, dass vielleicht ab und zu ein bisschen spannender wird, wenn hier quasi die ernsteren Leute spielen. Aber weiß man auch nie so wirklich. Genau. Und die Saison endet in einer Stunde. Darum nehmen wir jetzt quasi das Aufklärungsvideo so auf, um euch zu erklären, wie es weitergehen wird, wenn die Saison halt wieder anfängt. So, und jetzt kann ich aufhören zu reden und mich mal aufs Spiel konzentrieren, weil ich habe 0-3. Kannst du genau, vorgehen, ich habe einen richtig schönen Turnaround gerade sogar verteilt. Ja, so wollen wir das machen. Das wird, also man wird ja immer nur so ein bisschen zurückgestuft irgendwie in Arena im BO3. Man ist ja nicht ganz wieder Rang 1. Hm. Wenn man jetzt, keine Ahnung, Rang 3 war oder so, ist man, glaube ich, Rang 1. Aber wenn du jetzt irgendwie schon Rang 6 warst, wirst du, glaube ich, nur um das Halbe zurückgesetzt. Deswegen, ja. Ja, werden wir quasi in der neuen Saison quasi richtig durchstarten. Ja, wird nice, denke ich. So, das wird richtig geil. Top-Menschen sind 2. Ja, Bottom 2. Ich hol den. Komm, hol zu, Digga. Ja, einer noch. Mit Dingo, nice. Oder was? Was ist nee, das ist diese Gorgon, Alter. Gorgon. Ja, wer spielt denn sowas? Keine Ahnung. Er steht einfach Mitte mit Map und Headglitch mit der Gorgon in den Hill. Er hat eine Gorgon gedroppt. Ich nehme die sowas von. Du Bullet, Alter. Einer springt runter von links. Ja. Okay. One Bullet, nice. Hier ist er. Okay. Ups, Teammate, sorry. Der mit der Gorgon. Oh Gott. Ich hatte die gerade auch in der Hand, Alter, die ist ja unnormal overpowered. Mich irritiert das voll mit dem mit der Counter-UAV, Alter. Alter! Der wirft einen Smoke und mein Auto-Aim ist weg. Nee, das war Dings, das war der Reject-Smoke. Lol. Gut, da habe ich schlecht geaimt. Digga, wie viele Counter-UAVs haben die denn? Sag halt mal dein Fresse. Wo ist er? Oh! Nice. Okay, Jam, du spielst auch SMG, ne? Ach, was frage ich überhaupt, Alter? Aber diesmal die Kuda. Naranito mit seinem scheiß Reject hat mich erstmal geteamkillt. Also das Ding ist halt, man, also ich finde, um ehrlich zu sein, man merkt den Unterschied schon so ein bisschen von den Gegnern her. Ja, ich bin schon ein bisschen taktischer. Hinten müsste noch irgendwo einer sein. Ja, taktischer mit Gorgon. Das war auch ein bisschen Ironie gerade. Ja. Kappa Klaus? Also die, ich finde die spielen einfach besser, so aim-technisch, movement-technisch sind die einfach ein bisschen stärker. Ja, aber auch ein bisschen. Ja, oh, Mitte. Oh, er ist so One-Shot mit. Ich muss mich erstmal hier ein bisschen hochsetzen, Alter. Ich hab hier richtig den Struggle, vor allem auch mit meinem Mikrofon. So, belastend. Nice. Oh, wo ist der? Da steht er noch. Nice, hier müsste er auch. Okay. LOL. Epic 3-Piece. Ich hab Streak-Sticker. 2 Mitte. Okay, nice, die hole ich mir. Ganz gut. Einer pusht von links, geht. Er stirbt nicht, okay. Ah, Mitte einer. Ich habe keine Muni mehr, Junge. Digga, was ist los? Hä, wie kann der denn VMP spielen? War VMP nicht gebannt? Oder hast du die jetzt einfach nicht gespielt? Nee, ich hab die jetzt nicht gespielt. Oh. Ja, ich will mal was Neues. Gentleman, Junge. Nice, zack, einen habe ich. Und, naja, One Bullet, Alter. Was meinst du, soll ich meinen Blitzschlag aufheben? Ja, ne? Ja. Okay, perfekt. So, einer ist mit Map. Müssen jetzt aufpassen. Jo, hab ihn. Okay, die haben H60. Ja, Leute, ich hab heute... Room. Oh, mein Aim, Dicker. Ich probiere hier heute einfach mal die Vespa wieder aus. Nicht. Komm schon. Okay, ein Mate ist hier gespawnt, nice, das ist sehr schön. Aber, lol, und die spawnen wieder out, dann streak ich mal. Ja, die stehen alle top.
kommen hier alle rein, aber ich habe gestreakt. Okay. Nice. Die standen da eigentlich alle, also zu dritt zumindest. Und ich habe keinen gekillt. Okay, der Gegner hat Kinetic eingesetzt, aber ich habe ihn. Ja, komm schon. Oh, da ist noch einer. Oh, drei Stück, Alter. Stehst du da noch im Headglitch? Ja, ne? Ja, aber ich wurde geampelt. Du standst okay. Im Headglitch. Okay, da habe ich einen. Nice. Ja. Der Teammate steht da draußen, der müsste ihn eigentlich haben. Ich habe einen Annihilator. Perfekt. Hol den. Komm her. Ah, Digga! Mann. Nein, der Purifier. Oh, und ich hatte Kinetic an. Scheiße, Alter. Egal, let's go. Ich push Richtung Dings. Ah, die müssen jetzt hier oben irgendwo. Ja, Menschen. Ich stell mich hier an den Baum. Oh, ich mach Feuer direkt zu. Oh. Nice. Absolut, alle absolut. Meine Fresse. Okay, cut. Weak, cut. Hab ihn. Okay, nice, ich flank die. Ah, fuck, der hat mich abgefangen. Da sind noch zwei oder drei Cuts. Hab einen Cut. Boah, müsste wechseln. Ich geh aus der Stellung kurz raus. Jo. Ja, einer ist bei dem. Oh, bei dem Menschen. Ah, fuck, die stehen da zu viert. What the fuck? Halt wirklich zu viert. Hallo, oh, weak in der Stellung. Der eine ist im Spot. In der Ecke, ja, ich hab ihn. Einer Fire, weak. Okay, ich bin jetzt Top-Menschen. Hab hier einen. Nice, let's go. Hab den bei Fire. Und Contest Corner. Die kommen durch Bunker. Kommen durch Bunker. Ja, fuck. Ich bin wieder vor Streaks gestorben und ich hab noch den Blitzschlag Bunker. Bunker, weak. Hast du den? Ja. Nice, perfekt. Müssen ich weiter Bunker kommen. Ich helfe dem Mate hier im Hardpoint. Den Gegner. Oh, ich werd geblockt von meinem Mate. Schade. Egal. Wow, ich dachte, es wäre voll knapp. Aber wir haben ja voll den Lead. Ja, aber es ist irgendwie komisch gegen die halt. Ja. Wie gesagt, ich dachte auch, dass es knapp wäre. Oh Gott, ich treffe gar nichts. Oh, nice. Ich hab dir keinen Bullet gegeben. Ich halte top. Nee. Ja, ich geh rein. Ich hol den. Komm, ich bin mit dir da. Nice. Sind Snow gespawnt. Oh, ich bin full flashed. Ja, der hat mich front. Ekelhaft. Okay, let's go. Boah, warum pusht der mit? Das hat. Wow. Als hätte er es echt geahnt, dass ich da wäre. Lass mal next gehen. Jo. Digga, guck mal, was. Ohne, nice. Ich bin nochmal gestunt. Ja, einer ist Satellite. Oh Gott, ich krieg einen. Top Satellite. Zwei Top Satellite. Hast du beide? Nee, warte doch. Einer kommt rechts unten bei dir. Zwei, da kommt noch einer rechts. Noch einer rechts? Ja, links von dir, sorry. Achso, okay. Gut, der ist tot. Ja, ich weiß nicht genau, wo du hinguckst wegen der Konterdrohne, deshalb. Ja, ja. Rechts. Links, oh. Dann. Okay, warte, ich. Ah, wegen Konterdrohne sieht man ja nichts wegen mit dem Blitzschlag. Das haben die hier richtig schlecht gemacht in Black Ops 3. Oh, jetzt annihilate ich sie. Drei Mitte. Hab ich sogar eine Annihilator. Hab einen. Zwei noch Mitte. Ich streak einfach rechts, Mitte. Gate. Er kommt rechts. Gate. Ich hab Mitte gestreakt. Ja, okay, einer ist noch Bunker durch. Hab ihn. Oh, komm, droppe ich hier noch die 40? Wir könnten beide noch 40 droppen. Ja, ich droppe mal meine Streak drauf. Das wäre richtig nice, wenn wir beide 40 droppen. Ich geh mal jetzt einer auch kommt noch Bunker raus. Ich geh mal kurz nicht in den Hill. Zwei Bunker und zwei kommt Mansion. Ah, der geht nicht. Ich mach einen in den Hill, in Front Hill einen. Ja, gut. Ja. Ja. Oh. Ah, egal. Wir haben beide fast 40 Bombs, Alter. Lol. Ja, absolute Neile. Und wir haben richtig. Ah, unser ganzes Team hat gute Hilltime. Also die zwei Random Mates haben jetzt nicht ganz so schlecht gespielt. Ja, aber die haben OBJ Work gemacht. Auf jeden Fall. Ja, also nice. Ich würde sagen, das war wie gesagt das kleine Ankündigungsvideo, wie es mit Rotomaster weitergeht. Ihr werdet das auf jeden Fall komplett sehen, denn, keine Ahnung, also mir macht das Projekt einfach unnormal Spaß. Ist auch so, Digga. Ja, aber einfach zocken, wir unterhalten uns nett, bisschen Callouten. Das war wieder so ein richtig geiles Video, ich kann mir vorstellen, so mit ein bisschen Musik unterlegen, wie geil ja, das wird. Ja, so einfach richtig entspannt, so wie unsere Videos halt so sind, wenn wir so live aufnehmen. Und ja, lasst ein Like dafür da, wenn ihr das gut findet, dass wir jetzt auch die Pro-Series spielen, dann ist das Ganze auch ein bisschen spannender wahrscheinlich. Und ja, schaut bei Happy vorbei und wir sehen uns im nächsten Video. Haut bis dann rein.